mit meiner Frau unterwegs, wo ich zusammen war. Was ist denn da los? Nee, nein, genau, deswegen. Ja, weil du mal wegrennst. Nee, stimmt ja auch nicht. Kommst mit die Kinder abholen, aber gehst woanders hin, dann ja. Treffen wir uns fast zu Hause wieder unterwegs und bist wieder weg. Bin wieder weg. Warte mal kurz. Stelle stehen und warten, dass dir irgendjemand was bringt, sondern man muss hin und her fahren, man muss sich bewegen. Das muss man machen. Selbst wenn du einen Laden hast oder so, ist das A und O, ist, dass du hin und her, dass du flexibel bist. Hallo Müller hier. Ich stehe jetzt unten an der Feuerwehrzufahrt. Wo muss ich da rein? Die Flachbauten oder dieser hohe Bau? Ah, okay, ich guck mal, ob ich das finde, ja? Gut, bis gleich. Ja, ja, genau. Ja, ja. Okay. Okay. Alles klar, bis gleich. Ciao. Er sagt, er sieht mich schon. VW-Bus. Ich sag, ja, ja. VW-Bus. So. Ja, weg, weg, weg. Dieses Sahnestück wegbringen. Gut, bis später. Arbeit. Arbeit! Ich muss erst mal meine Lichtanlage fertig machen. Oh, na gut, okay. Jetzt also das neue Rad. Alles gut. Nice, ja. Passat. Super seltene SIS-Schaltung. Super selten. Na, mittlerweile schon. Das ja, ja, okay, ja. Aber damals in dem Baumarkt eigentlich. Aber geil, Chrom. Chrom komplett. Ja. Die Gabel ist noch original drin. Das ist schön. Und die sind ganz filigrane Röhrchen hier. Die kleine Ohr. Das ist schön. Ganz weicher Sattel. Fast schon. Hämorrhoidenschaukel. Cadillac. Kaum gefahren. Nur Standschaden. Sieht man. Leicht flugrostig. Also einmal bitte durchschicken, Bremsbeläge tauschen, weil verhärtet oder. Ja. Oder du machst sie einfach auf und probierst die mal anzuschleifen. Mit so Schleifpapier ein bisschen. Guck mal, ob sie dann. Ansonsten einfach tauschen, ne? Mehr ist es nicht. Und Fett auf die Kette natürlich, ja klar. Geil. Hui, also das haben wir abgeholt, das ist natürlich ein sehr schönes Stück. Ja, das haben wir, gut gemacht.
von Merklis entfernen Fahrräder in Berlin. Richie Woods, yes. Pedram, schon wieder Pedram. Alter, Pedram. Alter, Moment, nicht fertig. Pedram. Verkaufe hier mein neues Mountainbike. Habe es mir mal bestellt vor einer Woche, aber nie gefahren. Ist ja auch noch nicht mal aufgebaut. Ist ja auch nicht mal Shimano. Ist ja Sheng Yung. Noch nicht montiert, nichts, gar nichts. Also absolut zum Billo. Feng Yung. Nicht Sheng Yung, Feng Yung. Und heute hat mir meine Freundin ein neues geschenkt. Daher möchte ich das jetzt verkaufen. Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen. Grüße Enrico. Lieber Enrico. Mit Scheibenbremsen, so ja. Wie machen die Asiaten das? Hui. Der Sven bietet einen Titanlenker an. €80. Ist beim Projekt übrig geblieben und war noch nie verbaut. Was hast du noch? Inlager, Titan, Rennrad. 110 kriegt nicht in. Doch! Auf Merkel-Liste. Also. Merkel-Liste. Zack. Cannondale Chase Dirt, Fahrradlenker mit Vorbau Alu, soll das heißen, ein Hellersdorf, Fun Lenker von einem Dirtbike, Fun, SKF Fun, schwedische Kugellagerfabriken, wissen wir ja jetzt, in Schweinfurt war nur eine Filiale, das sind eigentlich die Schweden, wie immer, wer hat gefunden, die Schweden, achso, es waren ja die Schweizer, oh, ja. Fahrradlenker mit Volvo, Aluminium. 20 Öcken willst. Stärk. Wie stärk oder was? Tja, irgendwie beim Picken geht noch so einiges daneben. Es hat nur hier oben auf dem Kissen tatsächlich ganz gut geklappt, auf dem Sofa. Da hat sie gesessen und hat gepickt und dann, dadurch, dass es kein harter Untergrund ist, ging das ganz gut. Also es wäre ganz gut, es auf Gras zu probieren sozusagen. Ja, da mit dem harten Untergrund ist so ein bisschen so eine Sache. Da schnipsen die Körner alle noch weg. Und es sind natürlich nicht die perfekten Körner, muss man auch dazu sagen. Wollen wir mal die Chefin anrufen? Und ich habe gerade XTR Umwerfer bestellt, zweifach Sidepull bei Chain Reaction. Könnt ihr ja alle mal reinhauen. Da, ich habe da mir gleich einige bestellt. Für 13 Euro ein Stück circa
Also das XTR Umwerfer. XTR. Jetzt gucken wir mal, was die Mutti sagt hier. Da Mama Mollis. Ob sie nicht Sonnenblumenkerne? Was waren das? Sonnenblumenkerne? Kerne. Mal gucken. Du bist aber noch in Karstadt. Ach so, ich dachte, du bist noch da, weil wegen Futter für die Taube. Hast du da was mitgemacht zufällig? Naja, was hat sie gesagt? Ganz normale Körner, ne? Kerne, Sonnenblumenkerne? Alles gut. Ich hab ihr deine Brezel hingepackt. Ja, weil sie versucht, die Körner nämlich zu picken, tatsächlich, aber die schnipsen ihr halt immer weg, ne? Deswegen ja auch hier schälte eigentlich wahrscheinlich oder so. Und bei der Brezel sind sie halt auch schon wieder im Ofen gewesen. Das ist natürlich das, was das dann wieder hart macht, ne? Röstet sie auch. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Ich meine, die fressen sie letztlich dann auch irgendwann, aber so als Jungtaube, weiß ich nicht, ist das ein bisschen schwierig. Aber immerhin, sie hat schon drauf gesessen auf deiner Brezel und die gut behackt. Ja, wie auch immer, Marlies. Ich gehe jetzt erstmal runter in den Keller und dann in den Laden, ja? Ja. Moin. Hi. Moin, du kommst aus Hamburg. Nö. Norden. Nö. Zentraldeutschland. Oh, was ist denn das? Zentrale Deutschland. Frankfurt am Main. Ja. Ist das die Zentrale für dich? Aber geht das oder soll ich hochbringen? Du solltest auf jeden Fall demnächst den Lenkkopflager machen lassen, weil der das ja der Rost auf dem Schutzblech kommt von deinem alten Lenkkopflager. Mhm. Merkst du beim Drehen, wenn du anhebst, der ist richtig auf. Lenkkopflager. Ja, der Lager ist hier. Steuersatz. Und das Lager da unten. Ja. So, vielen Dank euch. Kantis ab und zu mal tauschen, warum? Na, Achim hat es ja gesehen, gesagt gerade, aber es ist schon nicht mehr zu sehen. Oh, na sowieso, also wenn der so rostig, oh ist der steif, wenn der so rostig schon ist, dann sowieso. An der Litze hing er noch dran. An dem einen Ding? Ja. Ja. Weil Kantis die Angewohnheit haben halt mit diesem Winkel hier, dadurch entsteht immer eine Sollbruchstelle, da wo es sich so schön biegt und da reißen die gerne mal weg. Und deswegen muss man die ab und zu mal tauschen, die Kantis. Und so wie der aussieht, ist der seit 8 Jahren nicht getauscht worden, mindestens. Also. Na, das ist das. Kurze Info nur. Und auch mal ein bisschen Fahrradtechnik. Nicht nur Taubentechnik, sondern auch Fahrradtechnik haben. Jetzt hat sie gerade eine Kürbiskernbrezel am Wickel. Sitzt drauf und pickt rum. Ja, gerettet. Das war ja gefühlt. Das war auch für die Taube. Der Wassernapf hier. Weil ich erst hier im Keller gehabt, aber das ist ja nichts. Das kann ich mir ja noch merken. Und die Frau jetzt eben war aber auch da mit dem Schwarzen. Ach, ja, der Zettel war auch drin. Zufrieden. Ja. Gut. Weil sie wusste ja nicht genau, ob sich das lohnt für sie. Und, Jetzt lohnt es sich. Naja, beim nächsten Lockdown. Naja, ja, das kann sein, genau. Dass sie deswegen nicht natürlich war. Hat sie kein Rad? Na, was soll denn das? Die findest du so schnell für einen 80er, findest du die auch nicht. Und wahrscheinlich hat der deswegen das Rad auch gekauft. Ja, wahrscheinlich. Halt locker down. Naja, die großen Fahrradläden, ja, richtig. Das kann durchaus sein, dass hier auch ein paar Leute Räder kaufen wollen. Ja. Ne? Muss mal ein bisschen gucken. Draußen steht ja noch eins für 170, für 120 ja, und so weiter. Da war vorhin einer da, der wollte für 200 ins kaufen. Also das Einzige, was wir da haben. Nee, 120 und 170 haben wir. Ja, aber der wollte was mit mehr Gängen haben, habe ich gesagt, aber nicht für den Preis. Nee.
6 Fahrer bestellen. Ja. Ja, ist gut. Aber die gehen ja selten noch was. Die Rennradbelege ja auch, weil die sind ja meistens zu teuer. Ja. Die holen sich das alles online. Ja, aber auch mal langsam überlegen, ob wenn einer mit eigenem Material kommt, ob man da nicht 5 Euro Gebühr aufschlägt oder so. Klar. Ja, weil. Verkaufst ja sonst nichts. Ich verkauf sonst nichts, genau. Und nur die Arbeit ist ja schon immer günstig eigentlich. Ach. Telefonieren. So. Na, erstmal. Was ist ein Öker hier? Und dann habe ich noch was anderes gekauft hier. Was gekauft? Heimatschutz. Eierschutz hat er. Deutscher Heimatschutz, wisst ihr. Ist der Heimatschutz USA? Ist. Krank. Echt Gesundheit gebraucht. Für draußen. 14 bis 18. Okay. Erster WK. Erster WK, irgendwie, da haben sie ja viel so gemacht. Aber hier mit der Handgranate. Bajonett und Stielhandgranate. Das ist schon nicht schlecht. Eichenlaubjäger. Da ist er ja auch fischen. Das ist so geil, aber ne, ich bin ohne Bremsen. Eichenlaub sind immer Jäger. Jäger und Sammler. Ja, den Jäger und Sammler. Den kommt gleich weiter verkauft. Ja, auch schon 100% für die Kiste. Was darf sein? Was? Was darf sein? Ich will die ganzen Leute draußen sehen, aber es ist dunkel. Was darf sein? Klingel zum Beispiel. Ja. Ja. Ich noch hinter. Walle! Hast du den Stuhl gefunden? Ja. Pass auf, gegenüber von dir haben sie ja heute Morgen ausgeräumt, wa? Echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt, so weit. Was siehst du nur, ey? Wahnsinn. Ich hab nicht mitgekriegt, du erzählst mir was. Ich hab. Was, ey? Da stand so Schaufelkisten und Zeugs und Porzellan und Tische und alles auf der Straße zu verschenken. Gegenüber von dir. Da ach genau, so ja, da war ein Transporter. Ja, und die haben auf der Straße aber stehen. Also echt, dann hast du es nicht gesehen? Nö. Ich kann dir auch mal zeigen. Das ist übrigens das Kuba Kawahura. Kamasutra. Was er schon wieder verbraten hat. Familie Bratbecker war wieder unterwegs. Hat wieder zu viel eingeatmet. Williger hat er wenigstens freigelassen, obwohl es gut heiß geworden ist. Der Aufkleber fast verbrutzelt. Aber schick. Alles noch dran. Alles, na, und mehr als vorher. Also, ja. Dann noch ein bisschen mehr Material. Hinten ein halber Kilo mehr. Schweißnaht. Ja, guten Lenkergriff vielleicht noch. Habe ich dabei, aber erstmal die Bremsen. Das ist ein 3. Das ist zum. Ja, und Walle ist wieder da. Ja, Walle hatte nur eine ganz kurze Auszeit gehabt. Jetzt hat er eine Internet-Auszeit gehabt. Die habe ich alle schon geschockt gefühlt. Ja. Wir machen das jetzt offiziell. Ich bin jetzt erstmal raus eine Weile und wir machen das so. Ich bin jetzt erstmal ein paar Monate nicht da so oder einen Monat und dann. Na, ich auch. Übrigens, Tommy? Ja. Irgendwie ich erstmal richtig weg. Prima, der war zu sagen. Ich bin weg. Ja. Du musst deinen Blog abonniert haben. Und? Na, ich konnte mir alle Videos angucken, fein säuberlich aufgelistet, was ich ja sonst eigentlich nur als Abonnent kann. Ach so, ja. Da muss also irgendjemand auf Abonnieren gedrückt haben. Na, wahrscheinlich dein Lehrmeister, der kontrolliert dich. Ja, mal gucken, was du hier so verzapfst. Scheiße, immer. Ja, die wissen es alle, lieber Facebook. Ja, aber kacke. Ich ist Kontrolle. Ja, Kontrolle sind die, die das kontrollieren. Nicht das hier. Du kannst da. Ne? Du hast halt Fans. Fans. Fancy Fans. Alles so viel in meinem Kopf. Ausgebaut. Perfekt. Warte, der ist doch viel zu. Hä? Da los. Der ist doch viel zu weit dran. Weit dran, der muss ganz weit weg. Ach so, ran. Rein. Weit rein. Ach so, ja, dann passt es ja. Ach, ich bin ja bescheuert. Ja, stimmt ja. Knick in der Optik, siehst du, da fängt an. Optik!
Nee, ist überhaupt nicht vorhanden bei dir. Finde ich gut. Ja, so viel zum Thema die gemeine Stadttaube. Da knabberst du an meinem Finger. Ja, das ist, der ist ja halt voller, ne? Du bist eine Schraubertaube, du möchtest Öl schmecken. Das gute Öl. Schon harten Schnabel. Na gut, okay. Dein Bett ist vorbereitet. Also ab in die Kiste wieder mit dir. Also, ich nehme sie ja nur zum Füttern jetzt mal kurz raus immer. Und einmal tagsüber natürlich hier zum Rumlaufen. Heute konnten wir draußen nicht fliegen gehen, weil es so geregnet hat. Wollte ich jetzt nicht, dass da irgendwelche Schlammpfützen fällt oder so noch. Schock kriegt und das nie wieder machen will, sozusagen. Der Club, die suchen sich für die ersten Flugversuche vielleicht auch Tage aus, wo es angenehmer ist als heute. Mit 10 Uhr hier regnet, nur geschüttet. Und deswegen, sag mal so, morgen haben wir im Geburts, vielleicht verlässt sie uns ja. Dann werden wir probieren, auf dem Hof nochmal. Fliegen. Und wenn du das richtig gut machst, dann kannst du los. Dann bist du ehrenhaft entlassen. Meine Bänder hier kann man nicht essen. Du hast noch Hunger, ne? Ja, komm, einmal probieren wir noch. Naja, knabbern. Zu knabbern. Einmal probieren wir noch hier. Guck hier.
Okay, fertig. Na dann, Zeichen. Bis morgen. Ciao.